Das Spiel der Könige. Am Wendepunkt der Gezeiten. Die Leute haben mehr Zeit. Es findet ein richtiger Boom statt. Einer der größten Spieler des Jahrhunderts, kürzlich gestrandet in Deutschland wegen Corona. Ich habe etwa 4000 offizielle Partien gespielt in meinem Leben. Aber die Datenbanken haben mehr als 20 Millionen. Ein 15-jähriger Hoffnungsträger für die hiesige Schachszene. Jetzt hat man eine einmalige Chance. Man hat viel mehr Zeit und das muss man dann halt auch nutzen, weil die anderen werden es auch nutzen und auch mehr trainieren. Und da muss man dann halt mitziehen. Mensch und Maschine als Gegner und Verbündete. Schachsport. Profiteur der Krise? Vincent Keimer, geboren im November 2004, lebt in der Nähe von Mainz, besucht die 11. Klasse eines Gymnasiums, trainiert täglich mehr als 6 Stunden. Der jüngste Schachgroßmeister der deutschen Geschichte. Man muss halt immer irrsinnig aufpassen. Also man darf sich keine Schwäche leisten während so einer Partie. Und man muss halt auch einen sehr starken Willen haben, immer weiterzumachen. Schachtraining ist nicht immer nur Spaß. Also man kann nicht immer nur Spaß beim Training haben. Großmeister müssen ihre Spielstärke bei internationalen Turnieren beweisen. Der Titel wird auf Lebenszeit verliehen. Aktuell gibt es weltweit rund 1600. Vincent begann mit 5 zu spielen. Zunächst gegen seinen Vater, dann in kleinen Vereinen. Schneller Aufstieg in die erweiterte europäische Spitze. Weltmeister Magnus Carlsen bot er knapp 7 Stunden lang Paroli. Leicht bessere Stellung und einfach überspielen funktioniert gegen sehr, sehr gute Gegner einfach irgendwann nicht mehr. Da muss man halt einfach sehr flexibler werden. Ja, man muss halt einfach unheimlich taktisch gut sein, keine größeren Fehler machen, nichts übersehen. Für Turniere und Bundesliga-Wettkämpfe wird der Sohn zweier Musiker regelmäßig von der Schule befreit. Ein Sponsor zahlt für Training und Reisen. Der Traum, Schachprofi werden. Einen Plan B gibt es derzeit nicht. Das macht Vincent stark, glaubt der Vorsitzende seines Bundesliga-Vereins. Er ist ganz außergewöhnlich. Das Talent ist enorm. Ich habe nie sowas vorher in so einer direkten Nähe von meinem Umfeld gesehen. Wie weit das reicht, am Ende, das wird sich zeigen. Man muss das realistisch sehen. All seine Konkurrenten, die auf dem gleichen Level in dieser Altersstufe sind, machen zu 100% Schach in ihrem Leben. Die sind quasi schon Profis. Er, in unserem deutschen System, versucht das Abitur zu machen. Aktuell spielt Vincent ausschließlich online. So wie beinahe alle großen Spieler. Eine neue Zeit. Ich merke, dass in vielen wichtigen Online-Turnieren sehr, sehr viele starke Spieler sind. Also aus den Top 100 der Welt. Sehr viele Großmeister, die man sehr bekannt sind, wo man weiß, aha, okay, die spielen jetzt alle. Computer und Schach, seit Jahrzehnten eng verbunden. Rechner agieren besser als Menschen. Mit den sogenannten Engines trainieren und überprüfen die Meister ihr Spiel. In den vergangenen Wochen gibt es dazu ein neues Phänomen. Online-Lehrvideos haben enorme Abrufzahlen. Ebenso die Schachseiten, auf denen Menschen in schnelleren Blitzpartien gegeneinander antreten. Ein von Magnus Carlsen organisiertes virtuelles Turnier um $250.000 Preisgeld wurde rund um den Globus verfolgt. Diese private Initiative funktioniert eben, weil Magnus Carlsen selbst beteiligt ist an einer großen Schachplattform. Dadurch fällt es ihm sehr viel einfacher, sowas zu organisieren wie anderen. Und er ist dann natürlich doppelt Profiteur, weil seine Schachplattform, die ihm quasi gehört, boomt in dieser Zeit. Und er kann weiterhin gegen die Weltbesten spielen. Baden-Baden, sowas wie die Hauptstadt des deutschen Schachs. Patrick Bittner ist Vorsitzender des Vereins OSG. 13-mal deutscher Mannschaftsmeister in den vergangenen 14 Jahren. Jetzt gilt es, sich durch Corona weiterzuentwickeln. Der Online-Hype wird wahrscheinlich bleiben.
Was es für einen Verein bedeutet, das kann man heute nicht abschätzen, momentan. Also unser Plan ist zum Beispiel, dass wir dann jetzt auch wieder verstärkt Anfängerkurse anbieten für Kinder bis Erwachsene, um mal zu gucken, ob da jetzt jemand, der jetzt vielleicht über die Corona-Zeit sich mit Schach beschäftigt hat, ob der dann auch ans Brett kommen will oder richtig weiter Interesse hat. Warum nicht einfach den ganzen Spielbetrieb ins Internet verlagern, den Hype jetzt nutzen? Schach hat online schon ein kleines Cheating-Problem, also dass man Software mitlaufen lassen kann oder sogar im Buch nachschauen kann, wenn man zu lange Zeit hat und so weiter. Also ist absolut momentan nicht durchführbar. Darum funktionieren zwar Blitzpartien und Meisterturniere im Internet, aber keine langen, ganz normalen Schachwettkämpfe für jedermann. Auch Sponsoren sind online vorsichtiger, in Deutschland vor allem eine große Leasingbank. Sie bezahlen Spieler und Turnierorganisationen. Die Besten der Welt können Millionen verdienen. Bad Soden im Taunus. Vishwanathan Anand, Weltmeister vor Magnus Carlsen, wartet auf ein Flugzeug, das ihn nach Hause bringt. Nach Chennai, Indien, zu seiner Frau und seinem Sohn. Er war für Bundesligaspiele mit der OSG Baden-Baden in Deutschland, als der Flugverkehr praktisch eingestellt wurde. Ich warte hier und es war gar kein Flug zurück nach Indien. Sogar sie brachten deutsche Touristen von Indien bis Frankfurt, aber sie haben niemanden genommen in den Rückflug. Anand war 6 Jahre Weltmeister, einer von nur 16 Titelträgern seit 1886. Im Sportstudio Sieger an der Torwand vor mehr als 20 Jahren. 3 hintereinander. In Deutschland lebt Anand in der Nähe seines Freundes und langjährigen Sekundanten Hans-Walter Schmidt, der im Taunus ein Schachzentrum betreibt. Es gibt Meister, die haben ständige Sekundanten, aber für WM-Kämpfe wurde vorbereitet mit 7 Leuten. 7 Monate. Training mit Spezialisten für jede Phase einer Partie. Doch was unterscheidet einen Meister von einem sehr guten Spieler? Was mich verblüfft hat, war gestern, als er sich erinnerte an den Code, 28-stelligen Code vom WLAN. Ich habe mir das feinsäuberlich aufgeschrieben, von 2013. Das hat mich wirklich deprimiert. Spieler wie Anand können sich tausende Züge und Stellungen merken und sie auch Jahrzehnte später aus dem Gedächtnis abrufen. So viele Menschen wie nie zuvor spielen, auch in Deutschland. Doch muss sich Schach noch immer dafür rechtfertigen, als Sport zu gelten. Vielleicht das war die Situation auch in Indien vor 30 Jahren. Und jetzt, Schachspieler sind ziemlich berühmt. Und Schach ist ein wichtiger Sport in Indien. Vielleicht, das ist das Zukunft, ja, ich hoffe, wenn Vincent schafft viel Erfolg. Aber ja, momentan, wir müssen ein bisschen noch warten. So oft es geht, fährt Vincent Keimer mit dem Fahrrad durch die Weinberge Rheinhessens. Ausgleich zum Denksport. Bei langen Turnieren braucht man schon sehr gute Ausdauer. Und ich denke, das hat schon auch ein bisschen mit der körperlichen Verfassung zu tun. Dann. Ausdauer momentan vor allem am Computer. Für eine große Karriere im Spitzenschach ist ein langer Atem ebenso wichtig wie starke Nerven.